du Scheiße. Stirb endlich. So tot, Mann. Ich bin leer geschossen. Ja, ich auch, muss nachladen. Ist der down? Ja, ich glaub. Ja. Boah. Das war jetzt hart, ey. Alter, guck mal, wie der leuchtet hier. Der hat so ein Blubberzeug. Ja, eine Seuchenprobe. Wo ist er denn? Er ist jetzt weggespawnt. Der lag hier an dem Turm. Ist weggespawnt, ja. Meine Waffe, das Beil ist jetzt down, ey. Puh. Mal. Alter, ein Juggernaut habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, gut. Ich auch nicht. Eigentlich hätte es eine Errungenschaft geben müssen. Da gibt's die noch. Manchmal kommt er. Kommt er später. So, ich habe alles wieder weggepackt. Was war jetzt noch? Alter, wie lange bleibt das denn dunkel, ey? Auto müsste repariert werden. Ich weiß bloß nicht, ob man das in der Werkstatt machen kann. Repariere beschädigte Anlagen, sagt er hier auch. Ich guck mal. Umgebungsziele. Ach, mysteriöser wandelnder Händler. Boah, der ist aber weit weg. Das gibt's noch 3 Stunden, 28 Minuten, 30 Sekunden. Kann ich dir mal zeigen, wo das auf der Karte ist. Finde den Händler am Handelsplatz. Das ist genau hier. Bald ist das weg. 2 Kilometer. Da weiß man, wie groß die Map ist, Alter. Da hinten. Von hier. Aber wir müssen ja Kilometer. Wir müssen ja eh wegen der Mission irgendwie noch dahin in die Richtung. Ja, ich habe hier mehrere Missionen. Ich glaube, hier so war die Mission mit der Garage. Diese Reparaturwerkstatt oder hier unten. Ja, das ist Mechanikerübernahme der Werkstatt. Ja. Externe Ziele. Da können wir jetzt hinfahren. Wir haben den Kollegen hier auch dabei. Genau, und dann könnten wir das mit dem Händler Outliner machen. Oh, irgendwie verbinden. Aber ich habe keinen Bock, dass das Auto kaputt geht. Ja, dann gehen wir halt zu Fuß. Ja, warum? Ist auch besser. Weil das muss repariert werden. Muss man vorsichtig sein. Wir haben noch sein. Nicht so viele Autos. Weil wenn wir die Werkstatt, hier steht das ja auch, Mechaniker und so und Werkstatt, dann können wir wieder das Auto auch reparieren. Dann brauchen wir gar keine Werkstatt bauen. Absolut. Wie macht das Spiel Laune, ne? Jo. Oh, ich habe einen fetten Verbandskasten gefunden. Das ist super. Aber oh, ich muss ihn auch mal benutzen, du. Ich habe nur noch Hälfte Gesundheit. Das hier? Hey. Ah, nehmen wir euch mal einen. Gönnen wir uns den mal. So. Das denn? Like sicher ist clear. Sicher. Also ich bin immer wieder auf volle... Oh, da hinten sind 3 Stück gekommen. 4 Stück. Wo bist du? Hier in dem Haus zum Looten. Ach, ja, deswegen glaube ich. Deswegen laufe ich auch geduckt. Dass man die nicht so anlockt. Ich bin gespannt, wenn wir die Mission hier abschließen, was wir denn bekommen. Ist auch noch so Blubberwasser. Boah, Alter, der war geil. Ja, ein Sima Rucksack. Gut. So, und jetzt muss ich das
Auto hier noch looten. Na bar. Oh cool, Schlussfach. Das rein, das rein, das rein. Sprich mit Vanessa? Oder ist die jetzt schon da? Müsste denn schon da sein, ja? Kommst du, oder? Ja, ich komm. Hat sich doch gelohnt, hier hinten zu looten. Jetzt habe ich besser einen Rucksack. Larven haben neue Gegenstände zum Handeln. Blendet er es bei dir auch oben ein? Neue Geschichte, ja, oben links. Ah, wunderbar. Is there anybody listening? There's too many zombies for us to handle alone. Na, Hauptsache der andere Typ schleicht dir hinterher. Dass er ja niemanden anlockt. Ja. Das kann man gar nicht glauben, dass das Spiel mit der Unreal Engine 4 programmiert wurde, aber der erste Teil sah auch nicht so gut aus, aber es geht um, also die Grafik ist in Ordnung. This could be bad news. Der erste Teil sah eigentlich auch. Das ist in Ordnung. So. Seuchenprobe, jawoll, geil. Ja, die sind auch nützlich. Falls mal einer sowas braucht. Ah doch, aber die Grafik sieht schon geil aus, also die spezielle Grafik halt. Ich finde die jetzt nicht unbedingt schlecht, also... Nö. Okay. Auch die Lichteffekte, die Lichtbrechungen sind okay. Kann ich mal hier durch, Mädel? Ja, dann komm, wir wollen die Mission noch machen. Wenn du was zum Looten findest, dann kannst du das auch auf dem Weg machen. Ja, Mario, weil ich brauche auf jeden aber Fall das ist aber nicht ein das neues Messerli. Ja, aber ohne Nahkampfwaffe sieht es ein bisschen mau aus, ne? Hast du gar keine mehr, oder? Ja, das Beil ist schon gelb. So, hier geht's weiter. So, jetzt machen wir mit. Thanks a bunch. So, ich kann's kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was man mit diesem Ort anstellen kann. Hey, see you later. You know I helped too, right? Hello? Apps folgt dir nicht mehr. 50 Einfluss. Okay. Cool. Was ist mit... Ach, Apps bleibt jetzt hier. Haben wir die... Gehört hey, er uns yo. Jetzt hier? Take oder kann der Mechaniker... Einen Moment. Ach, wir fehlen noch 20 Einfluss, dann können wir das hier übernehmen. Bringt aber nichts. Warum nicht? Nur Charakterwechsel kann man hier machen. Ja, und das Auto wahrscheinlich auch reparieren, oder? Nö. Weil das ist ja eigentlich eine Werkstatt hier. Dann kannst du hier die Werkstatt bauen. Dann würde das hier einblenden, wenn man hier bei der Flagge ist. Dann brauchen wir wohl... Weil steht ja auch da, also man... Kann dann bestimmt hier so eine Werkstatt bauen. Eine Werkstatt. Vielleicht einen weiteren Spielverlauf. Auf jeden Fall ist die Mission abgeschlossen. So. Und wenn du was externe. Handelst, du kannst ja noch was handeln, dass man mehr Einfluss kriegt. Ja? Jo. Hey, yo! Was denn handeln? How about it? Yeah, wie viel sure. brauchst du noch? 20, oder? Ja. Ja, guck mal, was du so gesammelt hast. Das kannst du handeln, dafür kriegst du ja Einfluss. Ja.
kriegt man auch so durch Zombies töten, wie gesagt. Ich wollte da nichts weggeben. Ach so. So, beginne mit der Suche nach der Tante von Sun, indem du die Kontrolle über Sun übernimmst. Das sind Gemeinschaftsziele. Befördere ein Gemeinschaftsmitglied zum Anführer. Aha. Das geht aber noch nicht, ne? Nee. So. Dann würde ich sagen, da ganz hinfahren, das ist viel zu weit weg. 2 Kilometer. Überlebende, wir haben Umgebungsziele. Überlebende Schwierigkeiten. Da müssten wir aber hinfahren, das ist zu weit weg eigentlich. Können wir mal gucken, aber wie weit ist das weg? 600, nee, 800 Meter, ne? Ja. Ist hier nicht irgendwo ein anderes Auto? Ich glaube nur kaputte. Das denn da? Ja, das ist leider kein Auto. Ort kann beansprucht werden. Nein. Ah, ich glaube, hier ist aber was Wichtiges. Ach, wir haben 20 mehr Einfluss bekommen, warum auch immer. Ich habe mir so ein Herd ausgeschaltet. Gleich hier oben. Also gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Ja, ich muss hier mal das Schild hoch, weil der Werbetafel. Denn mit dem Fernglas gucken. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gemacht habe. Mal sehen, zielen. Nee. Was? Doch, ne? Nee, doch, hier ist noch ein Fragezeichen. Oh, da ist ein Infektionsherd, aha. Noch irgendwo ein Fragezeichen? Alle Orte überprüft, ja wunderbar. Das werde ich hier. I need a break. Reise zur Basis der Siedler. Überlebende in Schwierigkeiten. Wie kann man da auch hinreisen? Das habe ich mich auch schon mal gefragt, weil bei mir hat es im Singleplayer auch so angezeigt, wo ich gespielt habe. Ja. Reise dahin. Was ist denn? Ja. Da müssen wir mit dem Auto hinfahren. Dann lass uns. Warte mal, hier ist noch was zu looten. Dann lass mal wieder zur Basis zurück, zum Auto. Wir können jetzt auch eine Werkstatt bauen. Ich habe, glaube ich, genug Ressourcen. Ja. Ich habe auch Ding Baumaterialien wieder gefunden. Ja? So. Ja, dann können wir auch eine Werkstatt bauen. Whatever. Dann wird zu Hause bestimmt immer das Auto repariert. Da ist doch ein Auto. Ja, aber das geht nicht. Das ist kaputt oder leer oder was auch immer. Ach so. Ja, dann werden wir zurücklaufen jetzt. Alltempo. Also dann joggen wir mal hin. Oh. Das verbessert auch die Cardio. Kann, hat er mehr Ausdauer auf Dauer, wenn man schneller mit ihm läuft. Oh, Seitenstechen. Ja. Jawoll, Alter, der ist auch schon stark im Kämpfen. Nochmal 5 Einfluss. Dein Drew, oder? Ja, der ist gar nicht schlecht, ey. Ja. Jeder kämpft auch anders. Oh, der kann aber lange laufen, ey. Wenn er ist.
Cardio verbessert gerade. Fehlt nur noch ein Stern, dann habe ich volle Pulle. Ja, das ist geil. Und dann wollen wir jetzt mal die Werkstatt verbessern. Die Werkstatt bauen. Schwarz. Du hast gerade geredet. So, alles rein da. 17 5 haben wir Materialien an, an dir gesendet. Genau, 17 haben wir genau, 5 habe ich reingepauen. Das. Ja. So, hier steht Sprengstoff herstellen, Waffen reparieren. Erlaubt außerdem Waffen zu Einzelteilen wieder zu verwerten. Aber es hat mit dem Auto nichts zu tun. Auffangraum. Bitte. Wissen über Handwerk braucht man und ein großer Slot. Wie kriegen wir eigentlich neue Basen? Das kann doch nicht sein, dass das die einzige jetzt hier ist. Na, die andere, das habe ich ja gesagt, diese Autowerkstatt. Das ist ja auch eine Basis. Wenn man das bauen kann und Charakterwechsel hat, dann ist es ja eine Basis. Und die wird ja, wahrscheinlich. Da kann man aber nichts bauen. So wie hier jetzt. Das weiß ich nicht. Das sieht man wahrscheinlich erst, wenn man es gekauft hat. Nee, das sind nur Außenposten. Ich habe ja schon eine Menge Außenposten, aber schon vorher noch einen anderen Außenposten gebaut. Da kann man aber nicht wie hier in der Basis, weil irgendwann sind die Plätze hier voll. Wir haben ja nur noch die 2-3 Plätze. Das muss sinnvoll gemacht werden. Autowerkstatt, hier steht auch Autowerkstatt. Okay. Dafür müssten wir aber Wissen über Autoreparatur haben. Wissen. Und das kann auch nur draußen gebaut werden. Und man braucht einen großen Slot. Und 10 Teile hier. Also der Mechaniker, den Typ, dem man dann helfen kann, diese Werkstatt da herzurichten, der steht ja auch da, dass der unsere Gemeinschaft mit reparierten Fahrzeugen versorgt. Ja? Wenn man denen hilft, ja. Ich denke mal, du musst das Ding kaufen und dann wird er da loslegen oder sagt, was er braucht, um da loslegen zu können. Ja. Also wird das jetzt noch nicht sein, repariere beschädigte Anlagen. Das ist hier irgendwas kaputt gegangen oder was? Wenn ich hier so gucke, die Map ist ja noch riesig. Wir sind ja gerade mal im ersten, im ersten Pups. Da wird es dann noch in bestimmten Abständen immer mal so große Häuser geben, die man dann so kaufen kann. Als eigene quasi, also richtige Häuser, wo du dann Baracken hinmachst und sowas. Kann ja sein. Also ich glaube nicht, dass du das Haus hier unten die ganze Zeit behalten wirst. Weil irgendwann ist der Einzugsradius so riesig, da braucht man einfach also keine Vorposten mehr, sondern richtige Basen. Ich habe Mods für den Garten hier. Waffenlager, Schmiede, Autowerkstatt. Ich habe eine CNC-Fräse. Das ist aber für was anderes. Erhalte die Fähigkeit, Materialien in Ersatzteile mit höherer Effizienz umzuwandeln, als wenn du sie zerlegen würdest. Da braucht man denn, das passt aber nur für eine Werkstatt, ein Waffenlager, Schmiede, Autowerkstatt und ähnliches. Aber auch eine Werkstatt. So, und hier habe ich jetzt Fahrradgenerator installieren. Liefert Strom mit Arbeitskraft. Arbeitskraft für die Stromversorgung der Anlage aufwerten. Geringe Moral. Strafe. Soll ich den Fahrradgenerator installieren? Die Frage ist halt. Ja klar, du kannst dann halt da irgendjemand hinschicken, der dann Strafarbeiten muss. Quasi. Das ist eine Mod, ne? Ja. Yeah. Warum soll der Strafarbeit leisten? Naja, ich weiß nicht, wenn ich in meinem Garten so ein Fahrrad hätte, was an so einem Dynamo angeschlossen ist, dass ich Strom kriege, ja. Dann muss man ja irgendjemanden finden, der das Fahrrad auch tritt.
Genau. Oh, da sind zwei Materialien weg. Ja, wir haben nur noch einen Platz hier zum Bauen. Nur noch den hier hinten haben wir jetzt hier. Hallo there. Ein einziger. Man muss schon wissen, was man hier raufbaut. Außen. Nee, das. So, was haben wir hier? Das ist die Werkstatt. Garten haben wir schon. Eine Brennerei. Benzin herstellen, versorgt die gesamte Basis mit Wasser. Ja, weil aus dem Destillat wird das Wasser natürlich rausgezogen und dann kriegst du Alkohol. Ja, logisch. Ist ja so ähnlich die Brennerei wie mein Wasserdestillationsgerät. Naja. Die Frage ist halt, wie du die Prioritäten halt setzt. Da kann ich dir halt ja, nicht viel helfen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass wir bald was Neues haben, wo man nochmal 4 Slots hat, dann könnte ich jetzt hier eine Werkstatt bauen. Das ist kein Thema, aber... Ja. Ja, aber ist das dann eine Autowerkstatt? Nee, das ist eine richtige, also eine normale Werkstatt zum Wiederherstellen von Materialien quasi, ne? Ja. Ja, dann würde ich die lieber bauen. Weil die Waffen sind wichtig, die brauchst du auf jeden Fall. Die Waffen, ne? Ja, weil dann kannst du Waffen wieder reparieren und vielleicht sogar Waffen selber bauen, wenn du so Waffenteile hast. Genau. Weil ja, die Autos, die auch die Autos ist erstmal egal. Im Spielverlauf, wo ich hier gezockt habe, da haben sie auch gesagt, ich soll eine Schießanlage bauen, weil hier, wenn du jetzt hier auf, man könnte auch ein Kampfstudio bauen, dann hat man plus 20 Gesundheit, dann gibt es ja noch eine Schießanlage, plus 20 Ausdauer. Dauerhaft. Ja. Und die lernen dann auch schießen und sowas. Genau. Genau, dann kannst du nur schön schicken zum Drohnen. Erhöht die Moral, wenn man hier ein Scheißhaus hat. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Ja, ich guck das gerade alles durch und dann werden wir uns jetzt auch gleich danach entscheiden, meine lieben Freunde. Regenkollektor. Trinkwasser. Das ist Verteidigung. Achso, hier steht ja auch Moral und Training. Verteidigung und Versorgung. Aktiviert bewaffnete Wache. Verringerte Bedrohung. Ne, das brauchen wir nicht. Hier geht gar nichts. Das sowieso nicht. Daybreak Park. Ach, das hat DLC. Ne. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall die... Wir bauen jetzt eine Werkstatt. Punkt aus. So. So. Alles klar, dann fahren wir jetzt zu dem Ziel hin. Das ist jetzt 1,2 Kilometer weg. Ich glaube, wir fahren dann auch keine Zombies mehr über den Haufen. Weil das macht das Auto auch kaputt. Be right back. Naja, wollen wir den Typen mit der Werkstatt helfen? Hast du da jetzt genug Punkte? Weil dann könnte man Werkstatt vorbeigucken und schauen, ob der das Auto reparieren kann. Wär ich habe hier so keine verkehrt. Mission mehr. Das ist Baumeister, rauben und plündern. Das ist aber persönliches Ziel von Rick. Da müsste ich den Rick nehmen als Typen. Da steht hier, um mehr über das Lagerhaus mit Materialien zu erfahren, übernimm die Kontrolle über Rick. Achso, da nee. Waren wir schon fertig. Das ist schon fertig, da was du jetzt sagst. Auch gekauft, oder? Ja? Hast du schon genau, gekauft? Nee. Da steht, eine Gruppe Automechaniker ist daran interessiert, eine Werkstatt aufzubauen. Sie haben uns versprochen, unsere Gemeinschaft mit reparierten Fahrzeugen zu versorgen, wenn wir ihnen helfen. Ja, da müssen wir jetzt wohl warten, bis wir die nächste Mission bekommen. Das dauert so eine Zeit. Boah, der Drew ist unser Held jetzt hier. In der Gemeinschaft. So. Gut, dann machen wir das jetzt so. Mit dem Wechsel zum anderen Charakter hier zu Rick. So. Jetzt muss ich zurückwechseln. Moment. Dann haben wir eine neue Mission von Rick.
So, geht los. Der steht jetzt auf, der ist... Der ist tipptopp. Der ist tipptopp. Nur mal gucken, im Inventar habe alles... Nee, der braucht einen besseren Rucksack. Und er muss auch noch ein paar Sachen abliefern. Schließfach. So. Der hat einen großen Rucksack. Molotov-Cocktail brauche ich nicht. Das sind Patronen, das auch weg. Bitte mit Gummibonbons. Hoher Handelswert. So eine zweite Waffe hat er auch noch, die ist aber kaputt. Ja, dann nehme ich lieber eine bessere Waffe mit, die ist ein bisschen beschädigt. So, und die kaputte kommt weg. Einlagern. So, dann können wir los. Markier das mal, wo das ist. Das ist doch... Sprich mit Clancy über das Lagerhaus. Ach, mit Clancy sprechen. Gut, Clancy ist da unten, glaube ich. Er baut hier gerade. Mal bei der Arbeit stören. Ups. So. Ich wusste, du würdest den Service-Schuppen überprüfen wollen. Die sieht vielversprechend aus, aber dort wimmelt es von Zombies. Nicht mehr lange sehen wir uns das an. Nee, der müsste eher mitgehen zum Bauen, aber dann baut das jemand anders weiter, ne? Das ich glaube ja. Ja. I'll be right behind. So, hör auf zu arbeiten. Arbeitspause. I'm a bit worried about the dead crowd in our base. Could get real bad real fast. Ja, das kannst du immer noch weiter bauen. So, müssen wir mal gucken, wo das Ziel jetzt ist. Er muss ja bestimmt mit Clancy sprechen. Es stehen beide hier drum. Einmal du und einmal er. Immer ein guter Plan. Danke, dass wir das gemeinsam machen. Versuchen wir nicht zu sterben. Hier oben. Optional schnappt dir ein Auto, um die Packsäcke zu transportieren, die du findest. Ja, die kannst du im Koffer umlegen. Am besten, ja. Reise zum Service-Schuppen, um nach Materialien zu suchen. Ach, da oben soll das sein. Ein Moment. Hey, yo. Take it easy. Oh, so weit ist das weg. Alter, ich glaube, da müssen wir noch mal auftanken. Aber den können wir nachher übernehmen. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Auto. I'm running on fumes here. Pass mal auf, wenn ich hier hinten einsteige, was der da macht. Du hupfst hier so nach vorne. Und dann geht er auf den Beifahrersitz. Fahrersitz. Fucking perfect! Fucking perfect! Oh, das ist eine Menge, Alter. Hier ist eine richtige Menge. Ja, kämpfen wir besser. Fucking beat is fucking over. Geil. 10 Einfluss, 50 Einfluss. Boah. Cool, ey. So, da müssen wir jetzt hinfahren. Oh, jetzt steigt der da hin. Na gut, dann gehe ich. Reicht der Tank noch bis dahin? Haben wir noch Benzin da im Kofferraum? Nee, aber ich kann das aus der Basis holen. Besser, nicht, dass wir unter Sprit ausgehen und dann muss das Auto schon eine ganze Ecke. Und die Werkstatt ist fertig. So. Einmal Benzin, 3 Stück habe ich davon. So, mal gucken, ob wir jetzt tanken können. Sehen. Ach, hier. Fahrzeugverbesserung ansehen. Da kann man auch nachher Fahrzeugverbesserung machen. Nehme ich jetzt einen Michael. Jetzt nicht, wir wollen tanken. Toolkit nötig. Ach, um den Wagen wieder zu reparieren. Wir können den Wagen reparieren. Ich hab so ein Toolkit. Boah, der hat voll die Tür aufgestoßen. Dann holen wir mal so ein Toolkit. Ist es das hier? Nee, das ist es nicht.
Auch nicht. Let's see, Tron. Ja. Toolkit. Fahrzeug reparieren. 2 Stück haben wir davon. Wunderbar. Dann reparieren wir es doch. Wieder komplett heil. Voll auftanken und dann können wir da auch hinfahren. Und das alles im Hellen.